iPhone. Retro Gaming. Let's play. Shakira. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Tja, hallo, herzlich willkommen. Moment mal, ich muss mal kurz hier wieder mein Spiel aktivieren, damit ihr seht, worum es heute geht. Herzlich willkommen zu einem Let's Play von, ich glaube schon mittlerweile 2 Jahre alten. Warum funktioniert denn der Scheiß nicht? Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin der Tourette Gamer, Retro-Schreihals neuerdings genannt. Jetzt funktioniert der Scheiß nicht. Funktioniert der Scheiß jetzt? Ja, er funktioniert. Wunderbar. Also, herzlich willkommen. Ich spiele das 2 Jahre alte, mindestens 2 Jahre, glaube ich. Total War ist was anderes, oder? Spiele ich Total War? Doch, ich spiele tatsächlich Total War Three Kingdoms. Moment mal, das ist mir zu laut hier gerade. Mixer, Lautsprecher, da. Boah. Es ist mir einfach zu laut, ne? Tut mir leid. Ich komme damit nicht klar. So. Ich hoffe, die Lautstärke vom Spiel ist richtig eingestellt. Hört ihr überhaupt was? Wer sich fragt, was das hier alles soll, ich habe seit Jahren kein Video mehr gemacht, kein Let's Play. Ich glaube, das ist das erste Let's Play seit 4 Jahren oder so. Deswegen, ich kann OBS nicht mehr bedienen, weil ich die Software nicht mehr kenne. Ich hoffe, das ist mit der Lautstärke alles soweit in Ordnung. So, machen wir das Spiel mal laut. Gefühlt ist mir das Spiel zu laut. Sorry. Keine Ahnung. Wir testen einfach mal ein bisschen rum, schauen uns mal das Spiel zusammen an. Ich spiele das ein bisschen mit euch. Ist ein sehr gutes Strategiespiel mit rundenbasierenden, wie nennt man das? Strategie? Rundenstrategie? Auf einer großen Weltkarte. Hier in dem Spiel sehr viel Diplomatie auch dazu und Echtzeitkämpfen. Eine gute Mischung, die ich eigentlich sehr gerne spiele. Zuletzt habe ich mit euch Total War Attila gespielt, genau. Habe ich aber auch nie weit gespielt. Tut mir leid. So, ich weiß nicht, warum das Spiel auf Englisch ist. Fragt mich nicht. Ich habe das Spiel schon sehr, sehr lange, also seit gefühlt 100.000 Jahren. Hab's aber nie gespielt. Darum, da ist die Kamera. Ich guck die ganze Zeit zum Mikrofon. Au. Oh. Es geht alles schief, ja? Gut. Das ist keine richtige Webcam. Das ist eine Kamera mit meinem Handy. Okay. Darum vielleicht verzögert sich das beim Sprechen alles ein bisschen. Wenn ich rede, ist dann wahrscheinlich ein kleiner Lag. So, wir können jetzt hier die Kampagne spielen. Das tun wir auch. Was ist das? Ist das Putin? Seht ihr das? Da? Da? War das die dreckige Bombe, die Putin schmeißt? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir wollen nicht über Politik sprechen hier, sonst ist mein Video gefleckt und gebannt. Und das will ich ja nicht. Ich will ja auch jetzt korrekt sein und nicht so viel fluchen. Mach erstmal ein bisschen Werbung für Fritz Cola, weil Fritz Cola sponsert meinen scheiß Kanal nicht. Fritz, wenn du mich siehst oder hörst, Fritz, ja, sponsor meinen Kanal und meine Videos, danke. So, dieses neue Format hier heißt übrigens Auf eine Coke und die heutige Coke ist Fritz Cola Coke, ja. Vielleicht nenne ich dieses Streaming-Sache, dieses, nee, ist kein Streaming, ist ja Let's Play. Entschuldigung. Ich kann nicht ernst bleiben. Vielleicht nenne ich das auch einfach Auf eine Kippe. Auf eine Kippe, das Let's Play mit dem Retro-Schreihals. Früher Tourette Gamer. So, also. Hier gibt es die Möglichkeit anscheinend ein normales Battle zu führen. Das ist der Echtzeitkampf vom Spiel. Oder wir machen eine Kampagne. Machen wir auch. So, ihr seht das alles auf Englisch. Ich werde euch das nicht übersetzen. Ihr könnt selber Englisch lesen. Ja. Ich werde nur das Wichtigste kommentieren, soweit ich überhaupt Englisch kann, weil ihr wisst ja, Tourette Gamer, Retro-Schreihals kann kein Englisch. Gut. Genau, hier hat man zwei
Wahlmöglichkeiten, und zwar multiple Startdaten oder Select Characters directly on the map. Wählt Charaktere direkt auf der Karte aus. Was ist denn das? Ich kenne das nicht. Ich weiß keine Ahnung, was ich hier anklicken soll. Ich will einfach einen Charakter aussuchen. Also nehme ich einfach mal das Rechte, würde ich sagen. Was ist denn hier? Ein Info. Mach das weg jetzt. Oh. So, wir spielen mit Kakao. Okay? Kakao, ja. Also, ich bin Kakao. Ich bin ein strategisches Genie, steht hier. Mein Spielstil ist eher so diplomatische Manipulation. Also, ich bin so ein kleines bisschen Putin. Jetzt habe ich schon wieder Putin gesagt. Ich werde doch gefleckt. Und zum Glück habe ich noch nicht das Wort Ukraine und Krieg gesagt. Ah. Ich bin so doof, oder? Kann ich alles rausschneiden? Oder ich vergesse das wieder, weil ich keinen Bock habe zu bearbeiten. Mal gucken. Also, ich bin Kakao. Kakao. Und, so. Agents of Power. And through the chaos, plots a path back to order by his hand. Okay, also, by his hand habe ich verstanden. Das heißt, Kakao macht sich mit der Hand. Alles klar. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Nein, Quatsch. Kakao hat die Möglichkeit, er kann irgendwie so eine Art Reputation oder so kriegt er dazu. Oder so ein Standing, oder wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Punkte auf jeden Fall. Und damit kann er dafür sorgen, dass zum Beispiel andere Dynastien sich gegenseitig angreifen und so Sachen. Das macht schon bestimmt Spaß. Ansonsten haben wir hier, wie man sieht, den Tiger- und Leopard-Kavallerie. Das ist irgendeine Einheit. Ja. Die hat eine Eisenrüstung und ist sehr, sehr, sehr gut geschützt gegen Pfeile, denke ich mir, weil die haben gute Schilde. Naja, und dann haben wir hier noch, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben schwere Tiger und irgendeine Leopardenkavallerie. Gut, des Weiteren haben wir eine. Aha. Wir haben ein bestimmtes Gebäude, da kriegt man anscheinend mehr Fressen und die Einheiten werden aufgestockt, glaube ich. Dann haben wir hier eine Tundengarde, nicht? Okay, sorry. Ich sag doch mal, Englisch ist not so good. Ja, also, eine Tantien-Conscription, das ist ein Militärgebäude, eine Kette von Militärgebäuden. Ach, keine Ahnung. Ich weiß doch selber nicht, was ich hier spiele. Leute, ihr wisst das doch. Ich spiele mal so ein Spiel und alles geht schief. So, wir müssen auf jeden Fall China vereinen. Und das heißt, wir starten hier. Genau, das ist Kakao. Oder Kakao, wie ich ihn jetzt nennen werde. Und wir starten einfach mal. Oh. The tyrant Dong Zhuo wields the flames of destruction. Luo Yang burns. Chaos ignites. As the power of the eunuchs is crushed. In the pyre, the hand falters. Opportunity glimmers in the darkness. One's weakness is another's strength. Cao Cao observes and prepares. The moment approaches. Order will be restored. No matter the cost. No matter the cost. Yes. Entschuldigung. Oh. Great Empire of the Han, stretching back ages beyond counting, is being devoured by corruption. The Yellow Turbans, thousands strong, began raising their banners in rebellion and seizing commanderies across the realm. In response, generals loyal to the Emperor rose up and put down the rebellion. Gut, also, um das mal ganz kurz zu fassen, China ist in absolutem desaströsen Chaos. Das große Reich von der Han-Dynastie, was sich ja schon Jahrhunderte irgendwie zu...
unterbrech mich noch. Ey. With the corruption at the very heart of the Empire, the loyal general stormed the Imperial Palace and killed the 10 eunuchs, the source of China's ills. In the madness, the warlord Dong Zhuo seized. Ich hab keinen Bock mehr auf das Gelaber, sorry. Ist auch egal. Oh, schön. Schaut euch mal diese prachtvolle. Ah. Ich kann nicht ein. Darf ich jetzt reden? Danke, jetzt möchte ich auch mal was. Ich. Ach. Halt einfach die Schnauze. Halt deine Schnauze, ich möchte reden. Das ist mein Let's Play. Danke. So. Also, ich kann ja gar nicht jetzt irgendwas machen für euch. Ich kann euch da nichts übersetzen, gar nichts, weil es alles zu schnell geht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall irgendjemand, der heißt Kakao oder Kaukau, Kakao, wie auch immer. Und ich muss alle töten. Deswegen nennen wir das Let's Play lieber Dümmster Feldherr zieht in die Schlacht. Ja, so finde ich, der Titel ist passend. Also, so, ich muss jetzt erstmal ein bisschen meine Kraft, meine Power establishen, festigen. Das hier sind quasi so kleine Missionen, die man bekommt. So, und dann ist hier überall alles voll mit irgendwelchen Infos. Also, es ist klar, ich muss jetzt erstmal ein bisschen diesen Tutorial-Kampf hier machen. So, die Koalition ist fertig. Und die Tyrannei von Dong Zhuo dehnt sich aus. Ja, es ist Zeit für andere Pläne. Genau, mein Plan ist natürlich, die Welt zu erobern. Ich will China erobern, China vereinen und der Weltherrscher sein. Ich bin halt Putin-like. Schon wieder ein Fleck. Egal. So. Und jetzt muss ich natürlich erstmal den Tutorial-Kampf machen. Das sind meine Forces hier. Hier kann man sehen, ich habe einmal mich selber. Das ist Kaukau. Kakao. Und in meiner Armee ist Xiao Dun. Boah. Warum labern die ganze Zeit mir dazwischen? Das Spiel will jetzt von mir erstmal, dass ich kämpfe. Ich versuche mal, ob ich das kann. Ich bin zu doof, scheinbar. Ich mache mal einen Rechtsklick, mal gucken, ob es funktioniert. Und dann machen wir den ersten Kampf. Dann zeige ich euch mal, dass auch dumm und dämlich vernünftig kämpfen kann. So. Gut, hier kann man jetzt sehen auf dieser kurzen kleinen Übersicht, dass wir gegen 266 Einheiten kämpfen mit unseren 782. Wir werden also einen großartigen Sieg auf jeden Fall davontragen. Das ist so eine kleine Auflistung hier, damit man weiß, wo man steht. Hier sieht man, wir kämpfen gegen Yuan Huan, Yang Huang, Yang Champang, keine Ahnung. Die Namen sind alle gleich kacke kompliziert. Ja. So, wir starten mal den Kampf. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Normalerweise macht man Let's Play, ne? Dann spielt man das Spiel schon mal ein paar Stunden vorher. Ich nicht. Genau, das weiß ich. Genau. Ich will alle töten. Genau, ich werde alle vernichten, die sich mir in den Weg stellen. Ich bin nicht der Einzige in China, der
so dumm ist, dass er noch nicht mal weiß, wie seine Kontrahenten überhaupt heißen, weil er die Namen nicht aussprechen kann. Und kein Englisch kann und kein Chinesisch und ich verstehe nur Chinesisch. Also, hier sind bestimmt 1000 Tastaturkürzel, die ich alle nicht kenne. Schauen wir mal, was jetzt passiert. So. Das ist das erste Battle, der erste Kampf in Total War Three Kingdoms. Möchten Sie ein kurzes Tutorial on Basic Controls? Möchte ich die Kontrolle kennenlernen? Irgendwie schon. Also, mit WASD kann man die Kamera bewegen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und weiter. Okay, mit dem Mausrad kann man hoch und runter gehen. Okay. Ja. Rotate mit Q und E. Kann ich das nicht auch mit... Genau. Return to your forces. Tu ich. Hab ich. So. Okay. Select the highlighted unit. Okay, dann kann man also eine Unit auswählen. Hätte ich nicht gedacht. Ich spiele übrigens in 4K, nehme aber nur in HD auf, weil mein Computer ist alt. So, okay. Control the facing and width. Also, man kann also die Einheiten hier so aufstellen lassen. Select multiple Persönlichkeiten kann man auch auswählen. Da habe ich jede Menge von. Den Turret Gamer, den Retro Schreihals. Oh, egal. Kann ich jetzt alle auswählen? Okay. Was heißt denn Drag Out Units? Ah, so, okay. So kann man die aufstellen. An Open Ground einmal so klicken. Alles klar. So soll ich meinen Kampf beginnen. Willst du mich verarschen? Egal. Control und A. Wo ist denn Control? Was ist das für eine Taste? Ah, die. Okay. Move your units to the marker. Ach, geil. Leute, das ist mal richtig fett hier. Guck mal hier. Ich gehe mal ran. Meine fette Armee hier. Fett. Boah. Ist das geil. Die ziehen in die Schlacht. Wie pausing. Ach so, okay. Pausing gives you time to issue. Okay, man kann also Pause machen. Mit welcher Taste kann man denn Pause machen? Mit keiner oder was? Das ist aber doof. Okay, jetzt kann man irgendeine Einheit auswählen. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich die auswählen würde. Dann gibt es ein Info-Overlay mit F1. Hä? Wo ist denn hier ein Info-Overlay? Threat shows units which are strong against your deselected unit. Ah so, keine Ahnung, was der von mir will gerade. Tut mir leid. Attack enemy unit, ja, machen wir mal. Das ist aber ein bisschen doof gerade, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal voll drauf. Attack an enemy, was habe ich denn jetzt gedrückt? Leute... Leute... Ja, greif doch an. Ja. Ah, mit P kann man die Pause wegmachen. Warum macht der denn jetzt hier so eine Scheiße gerade? Ich komme nicht mehr... Er hat irgendwas geändert hier, der Typ. Ich komme aus der Ansicht nicht mehr raus. Ich komme aus dieser Ansicht nicht mehr raus. Ich habe nicht... Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Ich habe irgendeine Ansicht verändert und weiß nicht wie. Das heißt, jetzt kann man hier lesen, ne?
Ja, das ist toll, aber ich habe keine. Hä? Jetzt geht er da wieder raus? Ist das asozial? Also wirklich, macht keinen Spaß, wenn man zu doof ist zu spielen, ne? Wo ist mein General? Leute, ich mache euch alle platt. Ist das geil. Guckt euch meinen Helden an. Das ist Kakao. Ich sag euch, Kakao rockt einfach Milch. Da läuft die Milch. Ach ne. Wunderbar. Kriegen wir hin. Ich würde sagen, ihr könnt es mal da hinten die angreifen. Holt euch die mal alle. Ihr geht da vorne auf die. Und dann sollte das... Ist das jetzt ganz schnell gegessen hier? Wunderbar, wunderbar. Sieht das geil aus mit dem Blut, ne? Richtig brutal. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Oh, sorry, ich bin ja gerade ein bisschen verwirrt noch mit der Steuerung. Komme ich noch nicht ganz so klar. Wunderbar, macht sie fertig. So. Wenn es alle Einheiten schicken, um den letzten Rest hier noch zu vernichten. Da kommt mein Held angerast hier. Da ist er. Reit in die Schlacht. Boah, schlachten sich aber ganz gut darum. Wahnsinn. Jetzt aber, komm. Der letzte. Da läuft er. Lauf. Er läuft einfach so durch die Zäune durch. Das kann er, weil er ist, ist ein Idiot. So, sind wir nicht fertig oder sehe ich hier irgendwie eine Einheit nicht mehr? Was ist denn los? Hier ist doch nichts mehr, oder? Keep scrolling to toggle was? Oh na, egal. Wir sind fertig, wir haben gewonnen. Gut, die erste Schlacht ist nicht gut gelaufen, weil ich zu doof bin, um das Spiel zu steuern. Aber wir haben gewonnen. Dummheit siegt. Prost. Ich trinke mir erstmal was. Einen Schluck auf meinen Gewinn. Auf meinen Sieg. Boah, dieses ganze Englisch, Chinesisch, Deutsch durcheinander macht mich kirre hier. Ach, da oben muss ich klicken. Oh. Wunderbar. Sehr schön. Danke. Ja, Leute, das war mein erster Sieg. Auf euch. Ihr seht, meine Cola ist leider zu Ende. Leer. Zu Ende. Meine Cola ist zu Ende. Es tut mir leid, das erste Let's Play ist nicht so gut gelaufen. Oh, das ist auch cool, so eine Animation hier auf der Strategiekarte. Und ich kriege ein bisschen Gold. Dankeschön. So, jetzt kann ich mir aussuchen, was ich machen soll. Mit den restlichen Truppen. Ich kann die rekrutieren, dann kriege ich ein bisschen Auffrischung meiner Truppen. Oder ich kann deren Vorräte klauen, dann kriege ich natürlich die Vorräte. Oder ich kann Gold nehmen. Ich nehme Gold, weil Gold haben wir zu wenig. Wunderbar. Meine Quest, meine Mission ist erfolgreich. Und ich freue mich. Sehr schön. Ich würde sagen, da gibt es direkt die nächste. Ja, für jetzt bin ich erstmal sicher. Aber ich kann natürlich mich nicht ausruhen und mein nächstes Ziel wird es sein, eine kleine Farm anzugreifen. Als Belohnung bekomme ich dann natürlich den Rückhalt der Menschen dort. Schauen wir mal. So, diese Quest aber ist eine Geschichte, die schreiben wir beim nächsten Mal. Also, entschuldigt für dieses verkorkste Let's Play. Es war der erste Teil und es ist schwierig für mich. Seit vielen Jahren habe ich keins mehr gemacht.
Ich hoffe, es war ein wenig interessant. Gehabt euch wohl, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, auf eine Cola mit dem Retro-Schreihals. Ich versuche gerade zu sprechen, also halt deine Schnauze. So, oder auf eine Zigarette mit mir oder wir spielen einfach, weil ich bin der dümmste Feldherr aller Zeiten. Macht's gut, tschüss, bis dann. Jetzt muss ich das Video ausmachen, ne? Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ich krieg das alles nicht hin. Auf Wiedersehen. Tschüss.